Was ist denn da los? Ich bin eigentlich noch auf Arbeit, aber irgendwie lässt mir das auch keine Ruhe. Ich hadere schon seit geraumer Zeit so ein bisschen damit, dass gewisse Klickzahlen, sagen wir mal, nicht so ganz erreicht sind, obwohl ich es natürlich mal abtue, dass mir das Ganze ja auch ein bisschen Spaß macht. Aber trotz all Dingen geht man der Sache ja so ein bisschen auf den Grund, versucht neue Sachen zu finden, versucht die Leute auch vielleicht da so ein bisschen mitzureißen mit Fragen. Mitunter habe ich ja auch gesagt, was mich eine Zeit lang gestört hat, und das dürfte man nicht so übernehmen, waren halt diese persönlichen Kommentare schon gewesen, wo man dann wie in so einen Chatverlauf geschrieben hat, die aber eigentlich keinen Bezug mit dem Spiel oder mit dem Video an sich haben. Gerade auch, weil die Kommentare bauen darauf auf, dass ich dann, sagen wir mal, ein bisschen Futter für die neue Folge habe. Ihr könnt euch quasi immer schön mit einbringen in den jeweiligen neuen und weiteren Folgen der jeweiligen Spiele. Und deswegen habe ich für mich auch den Cut gesetzt, denn erstmal TSW, Fernbus-Simulator, also diese normalen Programme wirklich außen vor zu lassen und sogar Spiele zu spielen, die kein Schwein von euch guckt. Ganz ehrlich, wenn Micha auch sagt, er guckt kein Sherlock Holmes, dann mache ich halt umso mehr Sherlock Holmes, weil ich da einfach ein bisschen darauf hoffe und poche, dass natürlich, wenn man sowas wie eine Community aufbaut, dass die Community auch einen hilft. Klar kann man immer sagen, als Streamer oder als Let's Player, Vlogger, was auch immer man dann ist, Blogger, wenn zwei Leute öfters was schreiben, ist das schön und gut. Wir reden aber hier von mittlerweile 2 Jahren, 4600 Abonnenten, 1700 Videos, und da hofft man sich so ein bisschen mehr davon. Da wird einem auch sehr oft die Frage gestellt, ich rechne es auch immer hoch. Und mittlerweile kümmere ich mich auch so ein bisschen mehr um Statistiken. Okay, welche Tags hauen vielleicht ganz gut hin. Ich versuche jetzt so ein paar neue Sachen irgendwie zu machen. Das ist alles schön und gut. Wenn ich aber heute, und das ist so ein bisschen wirklich ein Schlag ins Gesicht, sehe, dass von diesen 4600 oder 4700 Abonnenten 800 Leute die Glocke aktiviert haben, sprich auf ihren Gerätschaften eine Benachrichtigung erhalten. Ich habe auf ganz vielen Videos geguckt, sei es TSW, sei es Fernbus, sei es Flight Simulator, die sehr gut ankommen, oder sehr gut, aber die halt besser ankommen als andere Spiele, dass 0,1% maximal auf diese Benachrichtigung reagieren. Stimmt mich das schon ziemlich traurig und zum Teil auch ein bisschen wütend, muss ich sagen. Und ich nehme mittlerweile schon Blutdruck-Tabletten. Also mir geht's eigentlich wunderbar. Das Ding ist einfach, Leute fragen mich, du hast relativ viele Abonnenten, warum hast du so wenig Klicks? Weil meine Community da einfach nicht mitgehen und mitkommen möchte. Ich mache euch mal eine einfache Rechnung. Ihr könnt mal ein paar Videos von mir gucken, wo ich vielleicht 1000 Klicks habe oder so. Diese 1000 Klicks kommen nicht von heute auf morgen. Die bauen sich so ein bisschen auf. Etappenweise gesehen kann man es so sagen, wenn du ein Video hast, was mega gut ankommt und es dann am ersten Tag so 100 bis 200 Klicks hat, dann steigt es von Tag zu Tag immer prozentual mehr. Warum? Weil dann Leute darauf aufmerksam werden, die dich dann zum Beispiel nicht kennen. Heißt, mal angenommen, von diesen 700 bis 800, die ja Benachrichtigung eingeschaltet haben, auf dieses Video mal klicken würden, mal für 20 Sekunden gucken würden, Däumchen hochgeben würden, vielleicht sogar einen Kommentar da lassen, im besten Fall so das ganze Video gucken. Und davon wenigstens ein Drittel das macht, dann sind da schon gut über 200, fast 300 Klicks. Das heißt, ich könnte fast mit jedem Video locker mit 300 Klicks anfangen und in einer Woche 1000 Klicks haben. Das heißt nicht mehr Geld, das heißt einfach größere Reichweite. Das heißt für mich auch, sagen wir mal, eine neue Herausforderung, heißt für mich auch ein bisschen mehr Ehrgeiz. Ich mache es immer noch, macht mir auch in dem Sinne auch irgendwie Spaß, aber wisst ihr, wie es halt ist, wenn ihr 20 Jahre arbeiten geht und euer Chef euch besänftigt, ja, bald gibt es mir Stundenlohn, so fühlt sich das für mich an. Konsequenzen kann ich daraus keine ziehen. Ich habe jetzt einfach dieses Video machen wollen, werde wahrscheinlich jetzt noch eine rauchen, weil mich irgendwie keine Ruhe lässt, weil das Positive daran ist, ich habe mit mir so lange gehadert, was mache ich falsch? Also, dass ich halt irgendwas schlecht mache, daran liegt es, glaube ich, eher mal nicht, weil ich halt schon von mir überzeugt bin, dass ich halt die Leute schon sehr gut unterhalten kann und auch halt immer sehr ehrlich bin, zumindest was auch anbelangt, dass ich kein großer Gamer bin, aber die Leute mit Unterhaltung irgendwie amüsieren möchte. Aber trotz alledem fragst du dich, machst du falsche Texte, Titelbezeichnungen und sowas, warum sind es immer nur 30, 40, manchmal auch weniger Klicks? Klar, die Spiele können uninteressant sein, keine Frage, aber warum? Warum bei 4000 Abonnenten, wo man davon ausgeht, dass wenigstens ein Drittel, also 1500 mindestens, irgendwie annähernd auf ihrer App sehen, auf ihrem PC sehen, dass irgendwas Neues da ist? Selbst wenn davon noch ein Drittel, sind es 500. Warum?
weil die Leute einfach wirklich nicht genug kriegen. YouTube ist kein Instagram, YouTube ist kein TikTok oder sonst was für ein Scheiß. Wenn ihr euch für mich interessiert, dann guckt auch, was ich vielleicht mache oder sowas. Aber ich habe mittlerweile so das Gefühl, und das zeigt sich auch sehr, 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 sehr oft, dass Leute in Livestreams reinkommen mit Hi. Also Livestreams heißt bei mir, ich mache eine Premiere. In der Zeitraum, wo es quasi läuft, kann jeder was reinschreiben. Da schreiben einige eine halbe Stunde vorher Hi, beziehungsweise 5 Minuten Hi, und sind dann während der Premiere nicht da. Da frage ich mich einfach nur, um vielleicht Aufmerksamkeit zu bekommen. Also wenn ihr meine Aufmerksamkeit haben wollt, und ich weiß, wie du ziehst jetzt voll in die Länge, wenn ihr meine Aufmerksamkeit haben wollt, dann schreibt was in die Kommentare. Ich bin jemand, der auf so viele Sachen reagiert, der so viele Sachen mit in seinen Videos einbringt. Ich bin auch mega doll ehrlich. Also, ich wüsste auch jetzt nicht, wo ich zum Beispiel mich versucht habe, irgendwie zu verstellen oder so. Da bin ich mega ehrlich. Also ich werde keine Spiele spielen, wo ich sage, die machen mir keinen Spaß, habe ich schon immer gesagt. Deswegen sage ich zum Beispiel auch, TSW wird irgendwann aufhören, TSW wird es nicht immer geben, weil es mir immer keinen Spaß mehr macht. Da bin ich halt offen und ehrlich, das ist mein bestes Spiel, was läuft. Aber mir geht es ja auch um den Spaß. Aber es ist natürlich schade, wenn du sowas liest, 700 bis 800 Leute kriegen Benachrichtigungen auf dem Gerät. Hier, auf den hier. Hier, auf dem Gerät kriegt ihr Benachrichtigung. Wird weggeswiped. Okay, alles in Ordnung. Ich swipe auch Sachen weg oder mache auch Stimmen oder sowas. Aber dann rechne ich trotzdem immer noch hoch. 0,1%. Was ist 0,1%? Also 0,1% ist schon wirklich, also das ist so ein richtiger Mittelfinger und richtig schön, ich will es jetzt hier nicht sagen, aber das ist schon brutal. Das ist brutal. Also und große Streamer heulen gerade rum, weil sie Subs und sowas nur noch 20% des Geld oder 20% weniger Geld an Subs verdienen oder so. Und ich kriege von 100% die Benachrichtigung nur 0,1% ab. Manchmal waren nur ein, zwei Leute von 700 bis 800 Leuten, die Nachrichten bekommen haben, die durch Benachrichtigung da reingekommen sind. Also mir fehlen da wirklich die Worte, keine Ahnung. Ich wollte es einfach nur mal sagen. Also auch mal wirklich klipp und klar, Leute, wenn ihr keinen Bock auf mich habt, ihr denkt, na, ist mir scheißegal. Vollkommen in Ordnung. Alter, das ist ein freies Land. Aber dann deabonniert mich. Wirklich, deabonniert mich. Weil ich habe dann keinen Bock. Ich finde es immer traurig, wenn Leute Follower-Kram und haben wollen, Folgen bei Folgen. Und die Leute interessieren sich die Vereine nicht. Darum habe ich zum Beispiel nicht gebettet. Bei YouTube geht's ja nicht. Aber trotzdem abonnieren dich Leute. Und die Klickzahlen sind überhaupt nicht so. Lange Zeit habe ich es immer abgetan mit 100 oder 100stel davon, was du an Abonnenten hast, kriegst du an Klickzahlen. Kann auch gut sein, aber in dem Falle wird immer gesagt, oh, 4, was, 5.000, Digi, geil, wenn bekannte Freundschaften dann zu mir sprechen, wie geil das ist und so, weil ich meine, ja, aber trotz all dem ist es schon traurig, denn manchmal wirklich nur 5 bis 10 Klicks zu bekommen. Und es ist dann auch schwer, mental dann auch zu sagen, trotzdem macht es mir Spaß und es macht mir halt auch Spaß, aber versetzt euch mal in meine Lage, das ist nicht mein Beruf, das ist mein Hobby. Und irgendwo müsste man vielleicht dann sagen, okay, Hobby macht keinen Sinn. Ich hab mir damals gesagt, solange ich mehr Abonnenten habe, als dass ich Videos auf dem Kanal habe, werde ich das weitermachen. Bis jetzt habe ich noch 4.500, vielleicht werden es 2.000 weniger. Kann ja auch sein. Dann weiß aber ganz genau, dass die Leute, die mich jetzt deabonniert haben, dass die immer weg sind. Also, dass die sowieso keinen Bock auf mich haben. Aber vielleicht wird dieses Video irgendwie bei irgendjemandem Anklang finden, vielleicht kommt das bei irgendjemandem an. Ich meine so im Allgemeinen. Wenn ihr jemanden folgt, dann folgt ihn auch, weil ihr wirklich Interesse habt. Das mache ich ja auch nicht anders. Ich bin doch offen und ehrlich zu den Leuten. Ich sage zu den Leuten auch, ey, ganz ehrlich, ich abonniere dich oder folge dir deswegen nicht, weil ich keine Zeit dafür habe. Dir bringt es gar nichts. Dir bringt es nicht, dass du einen Abonnenten zu stehen hast. Dann hast du einen Zuschauer bzw. eine Person weniger, die quasi die Beachtung schenkt. Also, ja. So viel dazu. Das waren jetzt fast 10 Minuten gewesen. Ich weiß nicht, wie sich YouTuber schwer tun, tatsächlich hier ihre 8 Minuten, und früher waren es noch 10 Minuten voll zu kriegen. Ich weiß nicht, das ist mittlerweile 8 Minuten, vielleicht sind es sogar noch weniger, um Werbung schalten zu können. Hört, fangt einfach an zu quatschen. Soll ich YouTube irgendwie zeigen, wie man Leute unterhält? Dass man einfach mal 10 Minuten quatschen kann, obwohl man nur kurz was sagen möchte? Ah, also das frustriert mich. Leute, also wie gesagt, bitte mein Appell.
generell auch in euren ganzen Social Media Lebenbereich überlegt, wen ihr folgen wollt, ob ihr wirklich Interesse auf für diese Person habt. Weil ich glaube, kein Schwein, ihr kennt das jeder. Jeder kennt, glaube ich, die Situation. Jemand hat mal einen Kumpel, eine Freundin, was auch immer, im Freundeskreis, whatever. Und man denkt immer, man ist so richtig dick, man merkt aber irgendwie, nee, interessiert sich nicht für einen. Du läufst auch hinterher, läufst auch immer hinterher. Weil mein Problem ist aber, ich kann euch nicht hinterherlaufen. Ich kann nur mein Ding machen. Mir kommt es immer nur komisch vor, weil mir Leute angeblich folgen und hinterherlaufen, was gar nicht der Fall ist. Aber warum macht ihr das denn auch? Sucht eure Interessen und pflegt diese Interessen. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Nicht einfach papp, 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 papp. Das bringt euch auch nicht weiter. Also folgt euren eigenen Interessen und dann riskiert es einfach, der Arschloch der Nation zu sein und zu sagen, deabonniert und entfolgt Leuten, wo ihr wirklich kein Interesse habt. Das macht es nicht besser. Das macht es wirklich nicht besser. Gerade auch für die Person macht es irgendwie nicht besser. So viel dazu. Also, vielleicht versteht ihr es so ein bisschen. Weiterhin kommen Videos. Ich werde halt gucken. Also ich werde wahrscheinlich meine Videos auch nicht mehr so aufbauen mit kommentiert was in die Kommentare, weil sowieso relativ wenig kommt. Und sowieso muss ich mal gucken. Also wenn es nach mir ginge, wenn ich Leute den Abos rausschmeißen könnte, würde ich meine ganze Liste am liebsten irgendwie löschen. Ganz ehrlich, um da einfach von null anzufangen. Den Kanalweg nicht löschen, weil es sind 1700 Videos. Das ist mein Herzblut, was ich da reingesteckt habe. 1700 Videos mal ungefähr 20, 30 Minuten. Das ist in 2 Jahren jede Menge. Von daher, das ist einfach mal zu Herzen. Falls jemand unter euch dabei ist, der Benachrichtigungen bekommt und es nicht gemacht hat, ihr könnt Folgendes machen, geht einfach das Video rauf, lasst einfach mal 14 bis 20 Sekunden laufen, gebt einfach mal einen Daumen hoch, weil umso höher werde ich geratet, weil dann komme ich vielleicht an Leuten ran, die sich für mich interessieren. Klingt richtig hart, aber ich fühle mich gerade von über 4000 Leuten verarscht. 4000 Leute. Und von der mit der Glocke fühle ich mich fast von allen verarscht. Sind wir mal ganz ehrlich. Weil laut Statistik klickt keiner auf seine Glocke, beziehungsweise keiner guckt auf seine Benachrichtigung. Ja. Also ich bin der kleine arme Junge, der im Kino sitzt und ganz alleine den Film guckt, der auf stumm gestellt ist, weil der Typ in der Technik oben vergessen hat, die Lautstärke einzustellen. Herzlichen Glückwunsch. In diesem Sinne, ich wünsche euch trotzdem ein wunderschönes Wochenende. Denkt darüber nach und ja, weitere Videos folgen trotzdem und kauft mein Merch!